Überschwemmungen in weiten Teilen Zentraleuropas führen zu Massenevakuierungen. Starmer in Rom. Großbritannien würde in Migrationsfragen von Italien lernen. Schwere Überschwemmungen und mindestens 5 Tote. Polen hat den Katastrophenzustand ausgerufen. Dies wird die Evakuierungsmaßnahmen erleichtern und die finanzielle Unterstützung der Opfer beschleunigen, sagt der polnische Ministerpräsident Donald Tusk. Zwołałem to posiedzenie przede wszystkim, żeby jak najszybciej przyjąć rozporządzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Zwróciłem się do ministra finansów i w tej chwili mamy zapewnioną rezerwę na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią, w tej chwili 1 Mld Zł. Auch in Tschechien, Österreich und Rumänien kam es aufgrund der großflächigen Überschwemmungen zu Evakuierungen. Heftige Regenfälle in ganz Tschechien führten dazu, dass die Behörden in rund 100 Orten Hochwasserwarnungen ausriefen. Die Oder erreichte in Ostrava, der drittgrößten Stadt Tschechiens, extreme Pegelstände. Viele Teile der Stadt standen unter Wasser. Es wurden Zentren für die Menschen eingerichtet, die evakuiert werden mussten. Ungarn bereitet sich derweil auf die Regenfälle vor. Anwohner halfen, einige der am stärksten gefährdeten Gebiete zu befestigen. Der Bürgermeister von Budapest warnt, dass der Hauptstadt die größte Flut des Jahrzehnts bevorstehen könnte. Der ungarische Innenminister Sándor Pinter bestätigte, dass 12.000 Soldaten in Bereitschaft sind. Der britische Premierminister Keir Starmer hat die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für die bemerkenswerte Fortschritte gelobt, die Italien bei der Reduzierung der Migrantenzahlen gemacht hat. Starmer traf sich mit Meloni zu Gesprächen in Rom. Das Vereinigte Königreich kämpft mit der steigenden Zahl der Migranten auf dem Ärmelkanal. You've made remarkable progress working with countries along migration routes as equals. To address the drivers of migration at source and to tackle the gangs. And as a result, irregular arrivals to Italy by sea are down 60% since 2022. Allein in diesem Jahr sind mehr als 22.000 Migranten von Frankreich aus an der britischen Küste angekommen. Im Gegensatz dazu steht der Rückgang in Italien. 2023 sind noch rund 125.000 Migranten in Booten angekommen. Dieses Jahr sind es bisher nur rund 44.000, so die aktuellen Angaben des italienischen Innenministeriums. Meloni sagt, Starmer habe Interesse an neuen Lösungen. Siamo anche d'accordo sul fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove. Abbiamo parlato del protocollo tra Italia e Albania, che è una soluzione per la quale il governo della Gran Bretagna dimostra molta attenzione e chiaramente abbiamo offerto tutti gli elementi per comprendere meglio questo meccanismo, che è stata una delle innovazioni portate dal governo italiano nella politica di governo dei flussi migratori. Starmer besucht Rom, nachdem am vergangenen Wochenende mindestens 8 Migranten bei dem Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren, vor der französischen Küste ums Leben gekommen sind. Am Grenzübergang von Belgien nach Deutschland haben die Polizeibeamten damit begonnen, Passkontrollen durchzuführen. Denn ab dem 15. September gibt es wieder Kontrollen an allen Landgrenzen Deutschlands. Eigentlich sollten die Grenzen im Schengen-Raum, dem auch Deutschland angehört, kontrollfrei sein. Doch Deutschland hat stichprobenartige Grenzkontrollen bei der EU-Kommission angemeldet. Somit will die Bundesregierung die Migration eindämmen und Deutschland vor Terrorismus schützen. Grundsätzlich gestalten wir unsere Maßnahmen so, dass wir lageangepasst, zeitlich, räumlich flexibel agieren. Das bedeutet, nicht an jedem Ort wird es zu jeder Zeit die gleiche Intensität an Kontrollen geben. Und zusätzlich zu den Kontrollen, die wir an der Grenzlinie wahrnehmen, also das, was wir hier im Hintergrund sehen, gibt es auch Maßnahmen, die in einem Grenzraum mit einer Tiefe von 30 Kilometern stattfinden. Und so ist es tatsächlich nicht zu erwarten, dass wir zu jedem Zeitpunkt, an jedem Tag in der gleichen Intensität überall vor Ort sind. Aber die Grenzkontrollen werden im gesamten Grenzraum von heute ab beginnend konsequent durchgeführt werden. Die Kontrollen werden mindestens bis zum 15. März 2025 andauern. Viele EU-Beamte und Diplomaten haben die Grenzkontrollen kritisiert.
Ihrer Ansicht nach will die Bundesregierung damit innenpolitisch punkten. Bislang sind durch die Kontrollen keine Staus an den deutschen Grenzen entstanden. Die Reisenden sollten jedoch ihren Ausweis bereithalten, bevor sie die deutsche Grenze überqueren. Deutschland und Usbekistan haben sich auf ein Abkommen geeinigt, das die Einreise von usbekischen Fachkräften nach Deutschland erleichtern soll, insbesondere für den Gesundheitssektor. Das Abkommen soll auch die Rückführung von Usbeken, die ohne legalen Aufenthaltstitel in Deutschland leben, vereinfachen. Es ist der erste Stopp der dreitägigen Zentralasienreise von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er wird weiter nach Kasachstan reisen, wo es voraussichtlich um Öl- und Gaslieferungen nach Deutschland sowie die Sanktionen gegen Russland gehen wird. Außerdem wird Scholz in Astana als erster deutscher Bundeskanzler an einem Gipfeltreffen mit den Staatsoberhäuptern der 5 ehemaligen Sowjetrepubliken Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan teilnehmen. Die zentralasiatischen Republiken stehen Moskau traditionell nahe. Kasachstan wird vorgeworfen, Russland die Umgehung von Handelsbeschränkungen zu ermöglichen. Rund 200 Gäste, darunter Verteidigungsminister und führende europäische Militärs, haben sich in Rom zur zweiten Ausgabe der Europäischen Luft- und Raketenabwehrkonferenz getroffen. Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens steht die dringende Notwendigkeit, die Verteidigungsfähigkeiten Europas auszubauen und potenzielle Bedrohungen abzuschrecken. Hintergrund sind die jüngsten geopolitischen Entwicklungen und die vielfältigen Herausforderungen, denen Europa gegenübersteht. After Russia's invasion of Ukraine, the question of how to build a stronger defense across Europe has become the top priority for European leaders, especially in light of the upcoming US elections, which could determine a shift in US defense support for Europe. The need for the EU to strengthen its defense system and boost arms production capacities are in fact some of the key goals of the next European Commission. We met one of the defense experts who will moderate one of Tuesday's panels here at the Italian Air Force headquarters. Behind me, the panel will focus on the military aspect of European air and missile defense. We asked him what's at stake and the importance of the conference. Take a listen. L'obiettivo della conferenza è andare avanti sulla difesa aerea e missilistica integrata del cielo europeo, ovvero del territorio dell'Europa rispetto a minacce quali bombe, missili o droni, principalmente da parte russa. Qualcosa che si è fatto e si continua a fare in ambito NATO, ma che i paesi europei possono e devono fare di più in maniera autonoma e integrata, perché integrato è lo spazio aereo del continente europeo. Il punto chiave è integrare una grande varietà di sistemi, alcuni di fabbricazione americana ed altri di fabbricazione europea, in un sistema unico, integrato, in cui grazie all'intelligenza artificiale e a connessioni cyber sicure si possa identificare un'eventuale minaccia e abbatterla tempestivamente col sistema migliore, prima che colpisca il territorio europeo. Mit der Ausrichtung der Konferenz will Italien hierbei eine aktive Rolle spielen. Organizzare la conferenza a Roma e presentare un paper, quindi un documento ufficiale della difesa italiana che delinea una visione, delle linee guide, delle idee concrete su questo tema, è un modo per influenzare il dibattito e per portare i partner a discutere delle idee e delle posizioni italiane. Die Veranstalter hoffen, dass das Treffen in Rom weitere Diskussionen zu diesem Thema auch innerhalb der EU-Institutionen anregen wird. Antonios Mutter war gesund, bis sie diesen Sommer von einer Mücke gestochen wurde. Sie musste ins Krankenhaus und verstarb 10 Tage später. Es stellte sich heraus, dass sie sich mit dem West-Nil-Virus infiziert hat. Fuerte dolor de cabeza, vómitos, empezó a desvariar, a decir cosas con poca congruencia, ¿no? El día que pasaba, pues día más complicado que se hacía, porque se iban multiplicando los síntomas, ¿no? Die Krankheit ist nicht neu, obwohl sie nur in 1% der Fälle tödlich verläuft. Das weiß auch Jordi Figuerola, der am CSIC in Spanien seit Jahren den Zusammenhang zwischen dem Virus und der Mücke untersucht. La picadura o sea la infección por el virus West Nile en el 80% de los casos asintomático. A pesar de esto, hay un pequeño número de infecciones graves que se dan en personas jóvenes y sin patologías previas y todavía no sabemos las razones por las cuales en algunas personas la enfermedad cursa prácticamente sin síntomas y en otros produce casos más graves.
Tatsache ist, dass das Virus bereits in 16 europäischen Ländern nachgewiesen wurde, vor allem in Griechenland mit 25 Todesfällen und 162 Fällen. Italien folgt mit 13 Todesfällen und 331 Infizierten. Spanien hat 71 bestätigte Fälle und 7 Todesfälle. De las 7 muertes que han tenido lugar en Andalucía, al sur de España, vinculadas al virus del Nilo, muchas han tenido lugar cerca de este río, el río Guadalquivir, en localidades como la Puebla del Río, en Sevilla. Hier, wo die Mücke bisher nur ein lästiger Besucher war, die jeden Sommer mit der Hitze kam, ist sie jetzt zu einer echten Bedrohung geworden, die die Menschen in Angst und Bange versetzt. Aquí en el pueblo, a las 8:30 en casa, el repelente, los enchufes en la vivienda, telas metálicas, en fin, está el día a día de aquí de nosotros. Die Nachbarn haben ihre eigene Plattform gegründet und fordern strengere Maßnahmen gegen das Virus und vor allem einen Impfstoff. Dieser Impfstoff wird hier in den ESI CAISA Labors in Barcelona erforscht und von der Europäischen Union mit mehr als 5 Millionen Euro gefördert. Lo que nosotros buscamos con la vacuna es que sea altamente eficaz previniendo frente al desarrollo sobre todo de la enfermedad, pero también de la infección. Buscamos que sea una vacuna que cubra la diversidad del virus. Este es un virus que circula en todo el mundo y que además se han aislado 9 linajes distintos de este virus. Y por último, lo que queremos también es que funcione sobre todo en aquellas personas con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad severa. Estamos hablando de personas mayores y estamos hablando de personas que tienen un sistema inmunitario algo comprometido. Wenn alles gut geht, könnte es zwischen 3 und 8 Jahren dauern, bis der Impfstoff zur Verfügung steht.